Hier, als Schmerzmittel. Alles in Ordnung, Herr Manna? So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine Scheißidee kommen, Pepe? Hör zu, V. Ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Los, raus damit. Was ist es diesmal? Weißt du, ich hab Schulden bei Kirk. Meint, er bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Und er meint das tot ernst. Hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollt ihm eine Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut, wie... Ich red mit Kirk. Aber dann schuldest du mir was. Er ist ein guter Junge. Das ist mir das vom rechten Leben Weg. Echt. Das sind die Dämonen. Die zerren an seiner Seite. Aber ich sag dir, es tut dir leid und du bist friedlich. Hey Kirk. Können wir reden? Wie? Lang nicht gesehen. Schieß los. Was willst du? Hör zu. Pepe hat mich geschickt. Wieso? Zu feige, die Eddie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Noch nicht. Drück mal ein Auge zu, ja? Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Weißt du was, Kirk? Manchmal glaube ich, du vergisst, dass du nicht von hier bist. Klar, du schaust ab und zu in Haywood vorbei. Aber du lebst weit, weit weg in Pacifica. Worauf willst du hinaus? Dass du dir zweimal überlegen solltest, ob du dich mit den Leuten hier anlegen willst. Ich bin offen für andere Angebote. Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Wenn ich das mache, sind Pepes Schulden vom Tisch? Klar, ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch. Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield und ich vergesse Pepes Schulden. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend, ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard unter das Auto rollen und es mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser,
umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Also, sind wir uns einig? Wehe, du fixst mich, Kirk. Bleib cool, V. Der Job wird sich für dich auszahlen. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage auf dich. Ihr zwei werdet euch blendend verstehen. Hals- und Beinbruch. Wir bleiben in Kontakt. Melon kriegt keinen Titelkampf. Blödsinn. Der Typ ist der Beste seiner Gewichtsklasse. Klar, hat Hernandez und Smith platt gemacht. Aber Kano ist Naturtalent. Verstehen. Oh, schwer das Teil. Hey, warum sehe ich weder scheiß Zitronen noch verfickte Limetten? Sind da drin, ganz sicher. Ein paar Eddies für einen Veteran? Der kybernetische Gott den Leuten in seine Kinder sollen sich bereithalten. Okay, Padre. Na, wen haben wir denn hier? Wie? Ist eine Weile her. Wusste nicht, dass du hier bist. Kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist du auf Haywood Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich habe gerade was zu erledigen. Finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Marcus, fahr los. Wohin soll's gehen? Zum Glen. Lasst mich am Embers raus. Vordereingang? Rampe am Hintereingang. Ich zeige euch, wo ihr halten müsst. Du hast sie gehört, Marcus. Wie läuft es für dich in NC? Gut beschäftigt? Ja, mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komme klar. Danke der Nachfrage. Also, lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm? Wie du siehst, bin ich zurück. Wenn es dort besser gewesen wäre, wäre ich geblieben. Vielleicht ist es am Ende besser so. Halt mal an. Was ist los? Was Geschäftliches. Bist du bewaffnet? Sebastian Ibarra. Muss mein Glückstag heute sein. Was willst du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glen. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Und Papi? Noch ein verdammtes Wort. Halt dich da raus. Ich kenn dich nicht. Ich dich auch nicht. Heißt, dass du hier einen Scheiß bedeutest und noch weniger als das kannst. Na? Sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Marcus, fahr. Schön zu sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast.
hast immer noch dieses Talent. Viele der kleinen Schisser hier bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Halt hier an. Gleich hier. Ich spring einfach runter. Hier, bevor du gehst. Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Wie früher. Danke, Padre. Ich muss los. Geh mit Gott. Das gibt's nicht. Bin angekommen. Suche jetzt deinen Kumpel. Rick ist einer von uns, wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Ja? Kann ich dir irgendwie helfen? Mal sehen, ob diese Zaubertech was taugt. Mir fehlt einfach der Glaube. Siehst du? Wir sind reich. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Ich sag dir, wohin. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Steig aus. Zum... Aussteigen. Sofort. Okay. Cool bleiben. Nichts Persönliches, Kompar. Nur Geschäft. Der Rayfield gehört mir. Noch nie von Gauner-Ehre gehört? Wer es findet, dem gehört's. Ich war zuerst hier. Hey, gibt zwei Arten, das zu regeln. Die nette oder die abgefuckte Tour. Beide haben dasselbe Ergebnis. Ich nehme das Auto mit. Was machst du? Qué chingados. Keine Bewegung! Ihr seid festgenommen! Bleibt, wo ihr seid! Wenn du dahin, wo ich sie sehen kann, schön langsam. Auf den Boden, ihr Pisser, und zwar sofort! Jackie Wells, mein alter Bekannter vom Block. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt. Hey, Detective Stintz. Lange nicht gesehen. Inspektor Stintz. Urin, Uran. Hey, deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Na los, wird's bald? Ich warte. Ah ja? Deine mir aber nicht. Abgehauen nach Atlanta. Auf der Suche nach dem Glück. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Haywood-Gesocks ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht damit. Zunge verschluckt? Du weißt einen Scheiß über mich. Die Wahrheit tut weh, was? Pass auf, was du sagst. Ich bin kein geduldiger Mann. Komm schon, Stintz. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße, gibt dir nur noch Stehplätze im El Bote. Kommen sicher schneller raus. Das sind die Diebe. Gewöhnlicher Straßendreck. Ich hab's Ihnen gewahrsam, Mr. Fujioka.
Wir führen sie sofort ab. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater. Soll ich sie gehen lassen, Sir? Schmeiß sie ins Meer. Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibgut wird. Ihr habt ihn gehört. Fuck. Einen Moment lang sah das echt übel aus. Er dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Nein, Stins macht sowas nicht. Bist du dir da so sicher? Mhm, er ist aus Haywood, so wie wir. Hast Anzüge genauso wie du und ich. Er hat getan, was sein musste. Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Ah, komm. Der Plan war von Anfang an scheiße. Selbst Schwarzmarktmagie aus Kabuki kann so einen Alarm nicht ausschalten. Hätte wissen sollen, dass ich die Bullen am Arsch hab. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Wie? Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Ha, Mann. Frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Hab gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. El Cabron, muss lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Essen? Du musst das Chili meiner Mama probieren. Bestes der Stadt. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Und jetzt komm, ich bin am Verhungern. Dann mal los, ich sterbe vor Hunger. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Waylon Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann auch nicht ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Jetzt nicht, Jack. Keine Zeit. Vielleicht später.
Ja, ja. Mañana, mañana. Ziehen wir es durch. Zum Aufzug. Hier lang. Sandra Dorsett. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Bist du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod-Scheiß. Beeilt euch. Versucht, die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Setatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Wie? Achtung! Pendejos vor uns! Erledige ihn leise, wie. Sauber sein. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss daraus bringen. Keine Makugeln im Raum. Du hast ja so recht. Wie ist denn die Scheiße? Scheiße, ja! Ich bin mit dem Schädel weg. Bovance! Bien guapo! Volltreffer! Flankiert sie! Und nicht drum! Ich muss nachladen! Wie sucht der Schlampe? Was ist gut? Verstecken nützt er nicht! Grenade, придурки! Uns gehen hier die Optionen aus! Fuck, du siehst doch an! Bueno, que estamos esperando! Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist rein. Scheiße. Wo zum Teufel ist unser Ziel? Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein.
glaube, ich habe sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Sandra Dorsett, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Also Scorplutscher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air Hypo, fuck, das ist nicht gut. Fang, Chica! Ich glaube, scheiße, es hat geklappt. Fuera, Chica, bring sie nach draußen. Fuera, schaff sie raus, Terrasse. Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Im Türbereich anhalten. Im Türbereich anhalten. Schritte zurück! Jetzt! PT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klink mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Chica. Ich hab was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich hab ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, Vi. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Natürlich ist sie das. So war es doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht.
Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Chica. Ich fahre. Night City ist einfach geil. Eine Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Chica, nicht wie jede andere. Barney Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Mann, bin ich am Verhungern. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Chicago. Wie, das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Scam! Aus dem Butter! Entfassung, Jackie! Na los, wie? Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Festhalten, wie! Ach du Scheiße! Mierda! Hab euch, Arschlöcher! Sie! Ziel auf den Fahrer! Ah, dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, Vee. Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Verdammt, verrammeln nicht alles. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch. Aber sie sind die Letzten. Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. So was, du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. Oder? Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier! Normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern NexTech. NCPD-eigene Sondereinheit. Die
kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Tja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Träume wie? Grüß Misty von mir. Wer dich. Hi, luego. Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Der verehrte Pastor Hoover. Möge er gepriesen sein, unser Vater im Himmel. Und unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne. Das blöde Tor ist kaputt zum dritten Mal. Schlaf gekriegt. Egal. Steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Am Verlinkten mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss so weg. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an. Ich warte unten auf dich. Dass ich hier bin. Und wer ich bin. Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie. Was meinst du? Hallo und willkommen zu den Lokalnachrichten. Das Arataha Matsuri Festival steht unmittelbar bevor. Aus diesem Anlass sollen die Straßen von Night City durch besonders prunkvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belebt werden. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Biber-Virtuosen sowie traditionell dargebotene No-Theater-Vorstellungen. Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und eine aufregende Neuigkeit: Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werde. WNS News wünscht seinen Zuschauern ein entspanntes und fröhliches Matsuri. Auf gutes Gelingen, Night City. Nach der Pause, die Cyber-Sicherung. Gute Sonne, 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 S
Der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senor Vector. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja. Sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für uns. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes, aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund, vergoldete Coolness. Dachte, Dex wäre vor Jahren aus dem Ring geflogen. Hat sich mit den Falschen in Pacifica angelegt. Dann gab's Ärger. Gangkrieg vor 2 Jahren. Dex war irgendwie darin verwickelt. Gab eine Menge Leichen, als die Ballerei endlich vorbei war. Aber Dex hatte Glück. Konnte untertauchen, bis alles ruhiger wurde. Hat eine Weile gebraucht, aber ist mit einem Paukenschlag zurückgekommen. Das ist der Moment, Jackie. Unser Durchbruch. Dex braucht Freunde. Das können wir nutzen. Amen, Chica. Eine Win-Win-Situation. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Kein Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Chica. Gut, sag ihm Bescheid. Ich höre mir an, was Dex zu sagen hat. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Bacacó. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Nein, eigentlich nicht. Ist doch immer dasselbe. Du bist irgendwo neu und der örtliche Fixer wedelt mit dem Schwanz und verspricht dir tonnenweise Jobs und Eddies. Und trotzdem bist du nur ein Name in seinem schwarzen Buch. Ein Werkzeug, um ihm ein hübsches Stück von dem Kuchen zu verschaffen, den ihm der Kunde hinstellt. Klar, man säuft zusammen, aber am Ende geht's nur ums Geschäft. Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt, oder was? Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Erster Halt. Ripper Doc? Hey, Chica. Mach langsam, okay? Ich hab grad erst gegessen. Wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Hab ein Date mit Misty. Was du nicht sagst. Und ob. Sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Oh, Gott, eure Seele!
Ivy. Dr. Vector empfängt dich jetzt. Vicky, fit wie ein Turnschuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen, Vi. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von einer Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleine. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dexter Shawn. Ein von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dexter Deshawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten, bezahlt hat er noch nicht. Noch nicht, aber keine Sorge. Ich hab die Eddies. Muss ja in den Job investieren. Setz dich hin und entspann dich. Kiroshi Optik, das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Kiroshi? Vic, das ist das Beste, was man finden kann. Hm, klingt für mich, als wär's genau das Richtige. Du schaust dich um und wählst aus, ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeigt Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Hm, das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tech. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum und dann wird geschnitten. Spürst du was? Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc? Klingst wie ein Zahnarzt. Die können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast. Glitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Wow, das ist fantastisch, Vic. Sehr schön. Zeit. Für den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen.
Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Du bist der Beste, Vic. Ich schulde dir was. Dann los. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Jo, Miss V. Ein Vergnügen. Dexter ist schon leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Miss Nobody, die uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als süß duftende Draufgängerin, die nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Die Beste sein oder gar nicht sein, Dex. Koste es, was es wolle. Der Klassiker. Genau die richtige Antwort von einem Frischling. Respekt. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip, genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig, will mit einem vom Team plaudern. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Hab einen echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft.
Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen, und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Miss Wee. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Wir sehen uns. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Wir sollen ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeit, bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingo. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tussin anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Denke, wir sollten erst bei Maelstrom anklopfen. Und zwar ziemlich laut. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Jemand, der nicht gleich schlapp macht.
schlecht steht. Die Zahl der noch aktiven Turbinen ist allein in den letzten 15 Jahren um ganze 63% gefallen. Es scheint so, als würde Chu auch in naher Zukunft unangefochtener Marktführer im Energiesektor bleiben. Die humanitäre Krise auf dem europäischen Festland und im Mittelmeerraum spitzt sich immer weiter zu. Jüngsten Berichten zufolge sind um die 20% des gesamten Kontinents in der Lass hören, was du rausgeholt hast. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Das wird nicht ganz so einfach. Wir reden von Maelstrom. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du fickst oder du wirst gefickt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ach, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ihre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anpisst. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Na los, kündige unseren Besuch an. Euch nicht. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Wie gemütlich. Fehlen nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja, wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Weißt du was über ihren Boss, Royce? Dex hat ihn erwähnt. Ist wohl etwas eigen. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Cool bleiben wir. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dumdum. Aufs Sofa. Setzen. Gilt auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn hast. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Nimm Zug. Besser?
Jetzt können wir reden. Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0D12. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es? Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Komm schon, du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Teil zahle. Und woher weißt du, Stück Scheiße, was ich erwarte? Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Also gut, du willst den Flathead, dann rück die Eddies raus. Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Fickt euch. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Also ist er nicht tot. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Ich warte nicht. Kurzschluss oder was? Voller Preis. Hey, der Flathead ist ein gutes Stück. Erledigt, was du zu erledigen hast. Dann nehmt den Scheißbot und verpisst euch aus meiner Fabrik. Und sagt Dex, dass er meinen verkrumpten Schwanz lutschen kann. Wir haben, was wir wollten. Nova, dann haut ab. Und hey, sagt Dex Hallo von mir, sobald ihr fertig seid, seinen Schwanz zu lutschen. So ein Stück Scheiße. Okay, ich bringe euch besser raus. Wozu verdammt? Wir kennen den Weg. Sachte, Compadre. Ihr seid in 0, nix draußen. Einer. Da wären wir. Ich zeige euch eine Abkürzung. Ich weiß, was man über Roy sagt. Er passt nicht jedem. Aber ich kenne ihn schon lang. Man könnte sagen, von Anfang an. Weiß Roy, dass du loyal bist? Glaub, das interessiert ihn. Scheiß. Weißt du, woran er glaubt? Was ihn antreibt? Chaos. Rick, berechenbar. Er sagte was, dann tat er es. Mit Royce muss man immer wachsam sein, immer raten. Er könnte dir jeden Augenblick in die Fresse schießen. Keiner weiß wann. Scheint ja, Führungsqualitäten zu besitzen. Dumm hat endlich Freunde gefunden. Verpisst euch! Was glückst du so, du Fleischbeutel? Und jetzt fresse und zurück an die Arbeit! Okay, ich glaube, das war alles. Ach, scheiß Militech! Wenn es nach mir ginge, würden wir die bis auf den letzten Mann ausrotten! Bei der Kohle, die ihr mit ihrem Zeug macht, hätte ich gedacht, du magst sie mehr.
Wie bitte? Was wohl dreckige Schnittstellen, was? Und kommt besser nicht wieder. Nett gemeinter Rat. Stammkunden sind nicht so unser Ding. Den Typ konnte ich mal gar nicht an. Dumm-Dumm? Welcher Loser lässt sich so einen Namen geben? Betteln, keine Schulden, keine Konzernschrauben. Und der Flathead gehört uns. So macht man Geschäfte wie. Da ist was dran. Nee, weil ich wie immer recht hab. Nett, dass du's merkst. Ah, ich liebe diese Stadt. Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten und des brüderlichen Hasses. Aber wenn du Cojones hast und damit umzugehen weißt, kannst du so gut wie jeden Scheiß schaffen. Es sei denn, du fängst dir eine Kugel ein. Aber selbst dann trittst du mit einem Knall ab und die Straße redet. Die Straße erinnert sich. Erfolg auf ganzer Linie. Was jetzt, Jack? Was jetzt? Jetzt gehe ich zu Misty, damit ich mich wieder so richtig lebendig fühle. Das hätte böse ausgehen können heute. Keine Frage. Tja, Berufsrisiko halt, Jack. Gerade noch rechtzeitig unterm Sensenmann weggeduckt. Das muss gefeiert werden. Auch wenn wir das echt oft feiern. Und sag Dex, dass wir ihm sein Spielzeug besorgt haben. Ahí luego. Wie sieht's aus, Miss V? Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab's ohne Militech durchgezogen. Das Risiko war mir zu hoch. Hab aus meiner Tasche bezahlt. Der Bot ist nicht gerade Discount-Tech. Was du nicht sagst. Du hast was drauf, Miss V. Was ist mit dem Treffen mit Evelyn Parker? Darum kümmere ich mich noch. Mhm. Ohne das Treffen hast du keine Chance, an den Chip ranzukommen. Parker wartet auf dich im Lizzie's. Viel Glück.